Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 1. Ich weiß schon, wir haben im Stream schon mit Resident Evil 2 angefangen, sind aber mit 1 noch gar nicht durch. Das werden wir heute ändern. Also ich weiß nicht, ob wir es heute durchspielen, aber ich schätze mal, ein, zwei Folgen werden es noch, ne? Lange nicht mehr. Wir sind ziemlich kurz vorm Ende, was ich ziemlich cool finde. So, jetzt gucken wir mal. Dass wir hier, können wir hier schon rein? Ja, okay, gut. Dass wir hier durchkommen, ohne von den Insekten gemampft zu werden. Von den Chimären. Autschi. Die sind schon leicht nervig hier. Mist, ich habe mich verlaufen. Die Soundkulisse wird immer schöner. Das ist auf meinen Kopfhörern gerade so laut, ich kann nicht denken, Leute, und ich kann auch nicht reden. War's das jetzt schon? Bin ich hier fertig? Ich habe keine Ahnung, Hilfe! Geht schon noch. Brauchen wir noch keine Heilung. Aber schön langsam wird's knapp hier, glaube ich. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, gemeinerweise, dass wir Chill in diesem Playthrough nicht retten werden. Ich bin jetzt im Resident Evil 2 Fieber. Ich will jetzt mit Resident Evil 1 fertig werden. Tut mir leid, Chill. Ihre Storys kennen offiziell, ne? Oh, diese Ruhe. Oh, wunderschön. Oh, um Gottes Willen, danke. Ihre Story, für mich ist jetzt Chills Story kennen, ganz offiziell. Definitiv. Es passiert gar nichts. Die Energieversorgung fehlt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir die wiederherstellen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich gehe jetzt mal... Haben wir uns den Raum letztes Mal noch... Ich kann mich nicht mehr erinnern, was letztes Mal los war. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Hilfe. Ich habe übrigens... Ah, genau, stimmt. Das müssen wir noch machen. Ich habe übrigens... Ich muss da noch mal genauer drauf eingehen, habe ich gemerkt. Ich habe nämlich letztens im Stream oder in einem Let's Play gesagt, dass diese Ada, von der hier die Rede ist, die auch das Passwort quasi ist, nicht die Ada ist, die wir aus Resident Evil 2 kennen. Das war aber eine sehr zu kurz gegriffene Antwort, die zu vielen Fragen geführt hat. Deswegen möchte ich das... Nein, ich bin so dumm, den Fehler habe ich mit Chill auch schon gemacht. Deswegen möchte ich das jetzt nochmal hier klarstellen. Also... Im Grunde müsst ihr euch das so vorstellen, jetzt passt auf, in der Geschichte, wie Resident Evil entstanden ist. Ne, Resident Evil 1 war halt von Shinji Mikami geschrieben, so ein bisschen bunt zusammengewürfelt, es gab einen Twist so, ne, mit Wesker, bla bla bla. Und dieses Dokument von Ada und so, das spielte, da gab es natürlich keinen Plan dahinter. Niemand hätte irgendwie mal geplant, dass irgendwas mit irgendwelche Figuren aus irgendeinem Dokument nochmal wichtig werden. Ne? So viel ist klar. Und dann wurde ja eben Resident Evil 2 produziert. Und hier hatten wir das Problem, dass dieses Resident Evil 1.5, das wir heute noch spielen können und uns anschauen können, den Verantwortlichen bei Capcom einfach nicht gefallen hat oder auch Shinji Mikami nicht gefallen hat, weil der Bezug zum ersten Teil fehlte. Man wollte ein bisschen mehr
das Gefühl haben, dass die Spiele wirklich im gleichen Universum spielen. Deswegen wurde ein Autor engagiert, der eben genau den Auftrag hatte. Sein Job war es jetzt, eine Verbindung zwischen Resident Evil 1 und 2 herzustellen. Und das hat er auf viele Weisen gemacht. Ne? Es gibt Rückbezüge auf Chris und Jill, man findet ihre Schreibtische und so weiter und so fort, man findet Notizen von ihnen und alles passt halt einfach besser zusammen. Und unter anderem hat man eben durchaus auch den Hint eingebaut, dass die Ada aus dem Dokument, die als Passwort dient, die Ada sein könnte. Denn immerhin kommt sie nach Raccoon City, offiziell sagt sie zumindest, um nach einem John zu suchen. Ne? Also genau der Name aus dem Dokument. Das wird im ersten schon stark angedeutet, heavily implied. Und ich würde im zweiten. Und ich würde fast sagen, gäbe es nur Resident Evil 1 und 2 Original, könnte man sagen, ja, genau, in dem Dokument, das war Ada. Aber danach wurde Adas Hintergrundgeschichte durch verschiedene Mangas, die offiziell Kanon sind, und durch Aussagen von ihren Videospielen im Grunde umgeschrieben. Und ihre Geschichte aus Resident Evil 2 Original passt nicht mehr wirklich in die Ada Wong Story rein. Das ist einfach nicht mehr das Gleiche. Und insofern, ach, oder retten wir Jill doch, ey, keine Ahnung. Und insofern gab es da schon Diskrepanzen. Ne? Man hat schon gesagt, okay, gut, das passt irgendwie nicht mehr so gut zusammen. Keine Ahnung, vielleicht lügt Ada einfach nur. Vielleicht ist das, dass sie John sucht, nur ein Vorwand. Vielleicht war sie ja auch als Spionin tatsächlich bei Umbrella und hat sich an diesen Wissenschaftler rangemacht, um Informationen zu kriegen. Ne? Das waren so die Begründungen, die Erklärungen, wie man das alles vielleicht unter einen Hut bringen könnte, dass alles nicht mehr so perfekt zusammenpasst. Und letztendlich ist dann das Resident Evil 2 Remake erschienen und das hat, wie wir alle wissen, halt einfach jeden Bezug zwischen Ada und diesem John, hat das alles rausgenommen. Das existiert nicht mehr. Und das war dann so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, gut, vielleicht werde ich gebissen. Okay, gut, vielleicht ist das einfach nicht mehr Kanon und es stimmt nicht mehr. Das stand schon immer auf wackeligen Beinen quasi, die Geschichte. Und jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wo viele sagen, okay, nee, das war offensichtlich nicht so geplant oder ist nicht übernommen worden. Deswegen habe ich damals einfach so pauschal gesagt, das ist übrigens nicht Ada, weil das ist so der aktuelle Stand. Das ist so der aktuelle Stand, dass man sagt, okay, Ada hat nichts mit den Wissenschaftlern aus dem ersten Teil zu tun. Ich bin sehr gespannt, wenn es wirklich ein Re-Remake vom ersten gibt, ob wir da dann, Leute, ich weiß nicht mehr, was wir tun müssen. Ich laufe gerade ein bisschen wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend, aber wir werden es schon rausfinden. ich mache mal nochmal den Computer an, aber ich glaube, da waren wir schon und haben schon alles erledigt. Ob da nochmal diese Notiz auftaucht mit Ada und John. Das wäre nochmal interessant. Aber ja, das nochmal, um das zu erklären, um das ausführlich zu erklären. Ich hatte das auch nicht mehr so genau im Kopf, wie das alles funktioniert. Ich musste mir das auch erst wieder angucken. Aber so ist der Stand der Dinge. Jetzt wisst ihr Bescheid. Basically, ja, Teil 2 Original hätte versucht, einen Bezug zu dieser Notiz aus dem ersten herzustellen, aber alles, was danach kam, hat im Grunde gesagt so, nee. Hey, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Der zweite Teil hat so viele, für mich zumindest, sehr nützliche Service-Features, ey, die ich nicht mehr missen möchte. Ich bin gerade echt verwirrt. Ah, hier wollte ich rein, genau. Jetzt habe ich das hier wieder in diesem Zwischenteil von Chris erklärt. Das sehen jetzt wieder nur eine Handvoll Leute. Und dann kommen in den Kommentaren immer wieder die gleichen Fragen. Und ich sage dann immer so, ja, aber ich habe es ja schon erklärt. Aber so ist das eben manchmal. Es ist schwer, mit seinen Informationen immer alle Leute zu erreichen, ne? Weil halt nicht jeder immer alles sieht. Das ist das Tragische am Influencer-Dasein.
Ich bezeichne mich überhaupt nicht als Influencer. Ich meine, technisch gesehen bin ich Influencer, weil ich schätze, ich habe schon so manchen von euch irgendwie beeinflusst, ne? Basically, wenn es um Kaufentscheidungen ging, und ich mache ja auch Werbung zum Beispiel für Holy oder sowas. Aber das ist eigentlich nicht mein Markenkern, ne? Es gibt ja Menschen, die wirklich hauptberuflich Influencer sind, die halt vor allem auf Social Media und so weiter aktiv sind und wo Produkte bewerben im Zentrum deren Tuns und Schaffens liegt. Das ist ja bei mir eher nicht so. Deswegen bezeichne ich mich da lieber als Content Creator, weil das ist das, was ich im Kern mache. Und das ist auch meine Haupteinnahmequelle. Durch Werbung verdiene ich mir ein bisschen was dazu. Das ist super nice und super wichtig und super cool. Aber basically geht es in erster Linie darum, ich rette jetzt einfach, ich weiß jetzt eh nicht, was wir machen, ich rette jetzt einfach chill. Aber basically geht es in erster Linie darum, dass ich Content mache. Und mit dem Content verdiene ich hauptsächlich mein Geld. Deswegen finde ich da die Bezeichnung Content Creator viel passender als Influencer. Weil das Influencen ist nicht mein Kern. Meine Kerneinnahmequelle. Wenn es jetzt so wäre, dass ich mit Capcom Verträge hätte, wo ich jetzt gesagt habe, hey, ich mache den riesen Resident Evil Marathon, der ein Jahr lang dauert oder so, und ich hätte da mit Capcom irgendwie Abmachungen und die würden da was bezahlen oder was weiß ich was, dann wäre was anderes. Dann wäre das Influencen. Weil dann würde ich quasi sagen, hey, guck mal, wie geil das alles ist. Aber ich mache das ja freiwillig. Weil ich es wirklich geil finde. Für mich zumindest, ne? In meiner Definition ist das ein großer Unterschied. Kann man sehen, wie man möchte. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun. Deswegen hole ich jetzt die 3 Modisks. Schauen wir mal, ob wir alle in mein Inventar kriegen. Dann muss ich nochmal in den wunderschönen Insektenraum. Das wird toll. Dann, ich muss mal gucken, wie viel Heilung wir in der Kiste haben. Ich glaube und hoffe, an Heilung fehlt es eigentlich eher am wenigsten, ne? Und dann muss ich echt überlegen, wie wir den Strom für den Aufzug gleich nochmal herstellen. Vielleicht muss ich da echt mal kurz googeln und dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich weiß es nicht mehr. Heute retten wir Chill. Ach ja, genau. Oh, das Inventar. Nein, ey. Hey, im direkten Vergleich. Entschuldigung. Ich musste gerade ein bisschen aufstoßen. Im direkten Vergleich muss ich schon ganz klar sagen, wirklich ganz klar, Resident Evil 2 ist das viel bessere Spiel wie Resident Evil 1. Resident Evil 1 hat selbstverständlich eine ganz andere historische Bedeutung für das ganze Genre und so weiter. Wir haben ja auch schon Alone in the Dark gestreamt. Das war natürlich, das merkt man schon sehr stark, eine ein großer Einfluss, aber ich finde es jetzt, wo ich Alone in the Dark selber gespielt habe, habe ich nur 2 Modisks? Ich dachte, wir haben schon alle 3. Naja, auf jeden Fall jetzt, wo ich selber gespielt habe, muss ich sagen, finde ich sogar noch viel gerechtfertigter, dass Resident Evil sich hier als Urvater des Survival-Horrors etabliert, weil Alone in the Dark tatsächlich noch sehr viel mehr Adventure ist. Natürlich hat sich Resident Evil vieler Elemente aus Alone in the Dark bedient, das ist überhaupt keine Frage, aber es gibt da schon einen großen Unterschied in vielen Mechaniken und in der Gewichtung von Inventarmanagement und so weiter und so fort. Also das sind große Unterschiede, würde ich auf jeden Fall sagen. Insofern, ja, doch, ist das schon. Ja, hat da schon Resident Evil 1 eine sehr wichtige historische Videospielrolle, die ihm jetzt auch nicht irgendwie von Alone in the Dark streitig gemacht wird, würde ich sagen. Man kann schon sagen, Resident Evil 1 war genreprägend, viel mehr als Alone in the Dark. Aber trotzdem ist einfach Resident Evil 2 nochmal eine verbesserte, eine raffiniertere Version, würde ich sagen, von Resident Evil 1 in vielerlei Hinsicht, so viel wichtige und gute Komfortfunktionen, ne? Also ganz, ganz, ganz großartig. Viel weniger frustrierend, viel schöner,
in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel auch, weißt du, so Kleinigkeiten, dass man auf der Karte einen kleinen Pfeil sieht, wo man gerade ist, dass man auf der Karte eine farbliche Markierung sieht, welche Türen mit welchem Schloss verschlossen waren, dass man Gegner vor allem auch treffen kann, während die sich gerade in einer Animation befinden, etwas, das im Original Resident Evil nicht geht. Wenn die gerade aufstehen oder gerade irgendwas machen, ne, kann man die teilweise nicht verwunden. Das ist super frustrierend. Macht Resident Evil 2 viel besser. Also bla bla, muss ich ganz klar sagen, Resident Evil 2 größer 1, wenn es um das geht. Wo war denn jetzt der blöde Raum, den ich gerade entschlüsselt habe? Ich werde wahnsinnig. Wenn ich so erzähle die ganze Zeit, erzählen und spielen ist echt nicht leicht. Jetzt passt mal auf. Wo war der Raum, wo ich durch den Lüftungsschacht gekraxelt bin? Und wo bin ich dann gelandet? Hä? Spinn ich? Das war doch der. War das nicht der? Das war doch der. Ich bin sehr verwirrt gerade. Sehr verwirrt. Und wo ist die letzte Modisk? Habe ich die irgendwo liegen lassen? Ich gehe noch mal oben in den Dia-Projektor-Raum nachher. Oh. Ihr merkt schon, ne? Tut mir leid. Ich würde mir gern... Ah, guck mal. Hier bin ich richtig. Sehr gut. Ich würde mir gern noch irgendwie die Zeit nehmen, das würdig zu Ende zu bringen. Und das machen wir ja auch. Aber irgendwie will ich jetzt einfach... Ich habe es ja schon vor ein paar Folgen gesagt, ne? Ich will jetzt weiter. Weiter in meiner Reise durch Resident Evil. Das ist jetzt gerade so ein bisschen... Na, ich muss das jetzt noch durchspielen. Also nicht nur aus Pflichtbewusstsein heraus. Ich will schon auch das jetzt noch mit Chris beenden. Aber eigentlich bin ich in Gedanken schon bei Resident Evil 2. So, dann gucke ich nochmal die Treppe hoch. Oh, wow, ist mir noch nie aufgefallen, Leute. Das hat mich jetzt gerade beeindruckt. Achtung, seht ihr das? Das grüne Licht da unten beleuchtet Chris' Modell. Ey, für die Zeit... Richtig, richtig, richtig crazy gut. Also, ich bin echt beeindruckt gerade. Und das Rote auch. Mein Gott, das ist gerade für mich mindblowing. Ha, wow. Muss ich echt sagen. Nicht schlecht, Resident Evil. Nicht schlecht. Habe ich die Modisk, die da hinten auf dem Tisch liegt, mitgenommen? Das schaue ich dann nochmal. Hier habe ich den Knopf, glaube ich, gedrückt, ne? Und dann hier irgendwas rausgenommen, ich weiß es nicht mal mehr. Ein Funkgerät? Das sieht eher aus wie ein Telefon. Aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie Funkgeräte so genau aussehen. Physikalische Symbole aufgeschrieben. Ja, das ist ein typischer Chris-Dialog, oder? Chill und Rebecca würden jetzt wahrscheinlich sagen, oh, hier ist die Formel für Neochlorid-Flunsenstoff, ein Mittel, das in der Pflanzenindustrie eingesetzt wird. Oder irgendwie sowas. Und Chris steht davor und sagt, irgendwas mit chemikalischen Formeln. Nö, ich glaube, ich esse meinen Keks gleich auf. So kennen wir Chris. Ich glaube, wenn Chris ein Zombie werden würde, viele würden es lange gar nicht merken. Ich bin falsch abgebogen schon wieder. Ach nee, Quatsch, ich muss eh da. Es stimmt schon, ich muss da lang. Aber ich glaube, da steht ein nackter Zombie-Kerl. Ich höre ihn schon. Kommen wir doch vorbei, Chris. Ah, die Resident Evil 1 Zombies sind gemeine Cheater. Im zweiten wäre das gegangen.
Ich glaube, da ist schon auch, muss ich ganz klar zugeben, ein bisschen Nostalgie dabei, ne? Schon. Natürlich hat auch der zweite für mich eine besondere Bedeutung, weil es mein erster Resident Evil Teil war. Aber so rein technisch, vom direkten, im direkten Vergleich, muss ich schon sagen, hat sich viel getan. Es ist wieder so laut auf meinen Kopfhörern, ich kann mich hier nicht konzentrieren. Holen wir noch schnell den letzten Code. Retten Chill. Wir müssen dann eh erst den Strom wiederherstellen. Oh, wir müssen dann eh erst den Strom wiederherstellen, bevor wir Chill Uri wirklich retten können, ne? Aber ich weiß nicht mehr. Hey, ich weiß nicht, was muss ich denn machen? Wie den. Hä? Ich muss echt nachgucken. Ich weiß nicht mehr, wie wir den Strom für den auf. Ich habe irgendwo was obviously, was Offensichtliches übersehen, glaube ich. Come on. Was soll denn das jetzt? Der Flur mit den unsterblichen nackten Zombies nervt mich auch hart. Die unsterblichen Nackten. So, alle Passports eingegeben. Jill! Chill! Chris, Wesker, he is... I know. Shoot, it doesn't open. Look, Jill, wait here. I'll save you. Okay, I'll wait. Okay, cool. Das hätten wir. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss für heute. Danke fürs Zusehen und beim nächsten Mal, bin ich ziemlich zuversichtlich, beenden wir das Ding hier. Und zwar mit dem guten Ende. Macht's gut, bis dann und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao, macht's gut.